Über vieles wird nicht geredet, weil dann gesagt wird, das darfst du doch nicht sagen. Wo bist du? Du bist da drin. Komm her, du feige Sau! Na, jetzt hast du keine Eier mehr, du Arschloch, wa? Verpisst euch aus meinem Dorf. Ich stehe vor dir und du triffst nicht. Ah, die blasen ein Horn. Ich glaube, die nächsten kommen wieder von da vorne. Mein Bogen ist fast kaputt. Also wenn die wieder von da kommen, dann habe ich wieder einen Vorteil. Nee, die kommen von da oben. Was bist du denn? Ja, tötet euer Vieh selber. Ja, ich zieh die jetzt einfach mal als Mob-Train durchs Dorf. Der macht mir mein ganzes Lauf kaputt. So. Dummer Arschlöcher hier. Raid Victory. Hero of the Village. Aber ich glaube, meine ganzen Dorfbewohner sind tot, oder? Nö. Ah, es gibt einen Preisnachlass, okay. Hat er doch irgendwo noch so ein dusseliges Banner von denen. Da. Ah, das hier ist der Klickknopf, genau. Puh, war ja fast ein bisschen, anstrengend. Ja, also, Entschuldigung, dass ich jetzt so leise war. Es ist teilweise einfach schwierig, wenn gesagt wird, das darf man nicht sagen, wo ich denke, man muss über alles sprechen können. Es kommt halt auf den Ton an. Ich finde, in einem vernünftigen Umgang kann und sollte man über alles sprechen. Aber hier über Behinderungen sprechen, das darfst du nicht. Doch. Oder auch Leute fragen, wo ihre ethnische Herkunft liegt. Wir sind halt ein westliches, weißes Land. Und wenn du raus auf die Straße guckst, dann sind die meisten Leute weiß. Und wenn du dich dann halt wirklich einfach nur aus Interesse dafür interessierst, wo die Wurzeln von jemandem liegen, dann ist das nicht rassistisch. Klar. Bedingt durch seine Hautfarbe fällt es halt auf. Aber
es fällt halt auf. Und mich interessiert sowas zum Beispiel. Bin ich ein Rassist, nur weil mich sowas interessiert? Das ist halt... Klar, es ist bedingt durch die Hautfarbe. Aber jemanden deswegen als Rassisten zu bezeichnen, geht halt auch nicht. Weil es dann eben auch wieder mundtot machen ist, finde ich. Und es kommt auch darauf an, wie du mit dir reden lässt. Wenn man vernünftig mit mir redet, völlig okay. Aber, also das, dieses Beispiel ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das ist mir tatsächlich original so passiert. So, mir wurde vorgeworfen, ja, wenn ich sowas frage, bin ich Rassist. Was? Ich finde, so dieses Integrieren und ja, jeder Mensch ist gleich, beginnt halt auch da, wenn es einem, wenn es einem quasi egal ist, ob jemand dunkel oder hellhäutig ist. Und mir ist es egal, ob jemand dunkel oder hellhäutig ist. Das ändert meine Meinung von ihm nicht. Aber aus Interesse wüsste ich gerne, wo die Wurzeln desjenigen liegen. Und ich finde, bei einer menschlichen Interaktion ist sowas völlig legitim. Ich meine, ich habe hier Freunde an der Uni, die frage ich doch auch, wo sie wohnen und wo sie herkommen. Macht es da einen Unterschied, ob jemand aus Ostdeutschland kommt oder aus Afrika, um es mal so ein bisschen überspitzt zu sagen? Heise Gelecek Ichin. Heit... Erse Gelecek Ichin? Habe ich das richtig ausgesprochen? Das ist dann halt auch so der Gedanke, meine weißen Freunde, die darf ich fragen, wo sie herkommen. Aber meine, farbigen Freunde nicht? Weil das dann plötzlich rassistisch ist? Ist halt, ne? Sehr schwierig. Genauso wie der Block, den ich da platziert habe. Mit wem redest du? Ich streame gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube. Und auf Twitch habe ich einen Zuschauer, mit dem ich gerade über dieses Thema rede. Weil ihm wurde vorgeschlagen, er kann auch, kann doch auch mal streamen. Und er meinte, muss man aufpassen, was man sagt. Wo ich da meinte, klar, wenn es offen rassistisch ist oder so, dann sollte man schon aufpassen, sowas nicht zu sagen. Aber wenn es nur so, ja, sagen wir mal, normal ist. Na, also nicht Ausländer raus, sondern jemand fragen, wo er herkommt. Dann ist das für mich persönlich gesehen kein Rassismus, sondern einfach Interesse. Eben abhängig davon, wie man es ausdrückt. Ne? Ich finde, man sollte sich, also viele fühlen sich heutzutage sofort angegriffen. Sind dann auch oft diejenigen, die es nicht betrifft. Also, die, die sich mit mir angefeindet hat, war halt auch aus meiner Gegend. Ne? Also es wird auch viel fremd aufgeregt. Find ich. Fackeln wollte ich. Seit einer halben Stunde suche ich Fackeln. Und darüber geht's gerade. So, die Fackeln werden aber nicht ausreichen. Ich nehme gleich nochmal einen vollen Stack mit. So, zack, zack, zack. Und das ist eben dieses, man muss aufpassen, was man sagt. Weil es halt viele Leute gibt, die sich über Sachen aufregen, über die man sich nicht unbedingt aufregen müsste. Und das ist halt mit ein Grund, warum ich keine Facecam will. Weil ich eben denke, dass solche Fragen völlig legitim sein sollten. Dass man über alles reden muss. Und ja, wenn dann
wenn jemand sagt, das darfst du doch nicht sagen. Und ich sage, doch, weil es mich interessiert. Weil es mich interessiert, frage ich nach. Und da möchte ich halt einfach nicht angefeindet werden. Und sowas gibt's. Kennst du Gomme? Habe ich mal von gehört. Ich weiß, dass dieser Kanal existiert. Sagen wir es mal so. Bewusst geguckt, habe ich nicht. Der hat aber, glaube ich, auch Minecraft gemacht, ne? Wenn ich da normale Erde platziere, dann wächst es nicht. Also dann wächst es hier nicht zusammen, oder? Du hörst dich so an. Okay. Ich glaube, Vergleiche mit anderen YouTubern hatte ich bisher noch nie. Bisher habe ich immer nur gehört, ich habe eine angenehme Stimme. Also, du klingst wie der und der. Hatte ich noch nie. Muss ich nachher mal bei Gomme reinschauen. Ich hoffe, der hat eine angenehme Stimme. Ja, voll genial. Also manchmal so dieses Treppensystem in Minecraft ist echt ätzend. So. Und dann kommt hier wieder eine Fackel hin. Nächster Soundtrack. Und da kommen wieder Treppen hin. Ah, ich habe keine Akazientreppen mehr. Gut, ich glaube, wenn ich die gemacht habe, dann werde ich mich auch direkt mal wieder hinlegen müssen. Naja, vielleicht nicht gleich so viele bauen. Jetzt summt mir der Hintern. Was will mein Handy jetzt von mir? So. Was will mein Handy? Okay, nichts Wichtiges. Nee, dann warten wir jetzt hier auch noch auf die Nacht. Ich habe keine Lust, da jetzt hochzurennen, um dann wieder gleich runterrennen zu müssen. Ich habe hier noch Kaffee. Oh, ich streame auch schon wieder über eine Stunde. Wie spät ist denn? Ach, da steht's ja. 10:30. You can only sleep at night. You can only sleep at night. Was spielst du alles? Wenn du auf YouTube auf meinem Kanal schaust, ist in der Kanalinfo eine Projektübersicht. Und ich glaube auch oben im Kanalbanner ist ein Link auf meinen Releaseplan, der aktuell halbwegs steht. Ansonsten kann ich mal aufzählen. Also was aktuell läuft, ist Assassin's Creed Unity, Zelda Twilight Princess, Harveys neue Augen, hin und wieder mal im Livestream LOL und Minecraft und Anno 1800, Dark Souls 3, hin und wieder mal Warhammer Vermintide. Ich überlege auch mal TTT zu streamen, da müssen nur meine Freunde mitmachen wollen. Also es ist ein bisschen Eimer von allem. Ich nehme Minecraft immer auf,
Also die Streams werden dann auch in einer 20-Minuten-Folgen-Version auf meinem Kanal hochgeladen. Eins, zwei Fackel und hier kommt eine Treppe hin. Jetzt. Ja, was ich aktuell dann so aufnehme, ist 1, 2, machen wir hier nochmal Treppen hin und dann hier oben wieder eine Ebene. Was ich aktuell aufnehme, ist Assassin's Creed Syndicate. Unity ist bis Juli vorproduziert. Zelda Twilight Princess muss ich halt, ne, den Rest aufnehmen. Bis Juli ist nicht Ende, sondern einfach nur erstmal vorproduziert. Ha. Shit, das ist jetzt belastend. Was nehme ich noch auf? Ich will bald wieder Horizon Zero Dawn anfangen. Also ich habe so Slots gesetzt, nenne ich es mal. Nach denen ich aufnehmen will. Also bisschen Adventure, bisschen Action. Und als Adventure läuft aktuell Harvest Neue Augen. Und ja, Horizon ist schon eher actionlastig, aber rutscht dann trotzdem in den Adventure-Slot rein. Muss ich dann aber trotzdem erstmal wieder aufnehmen. Halt. Eins, zwei. Hier kommt ein Block hin. Aber das kenne ich noch von Gronkh-Zeiten. Ja, daher kenne ich es auch. Ich habe es mir damals auch wegen Gronkh gekauft. Ich habe das auch schon mal durchgespielt gehabt. Und es ist ein super tolles Spiel. Ich liebe Dedalic-Spiele. Also wäre ich groß genug, um für Dedalic Werbung machen zu können, die müssten mich eigentlich als Werbeinfluencer dann nehmen. Ich liebe Dedalic. Die machen echt tolle Spiele. Ja, da habe ich dann auch. Ich will nicht ins Bett, ich will mir Treppen bauen. Was stimmt nicht mit mir? Ich habe mir dann auch Deponia geholt, die Complete Collection. Ich habe mir die sogar nochmal auf Steam geholt, um Steam Achievements dafür freischalten zu können. Aber auch nur, weil es die für 5 € damals gab. Hätte ich da den Vollpreis zahlen müssen, dann hätte ich es mir da auch nicht geholt. Ich meine, ich habe die auf CD damals im Saturn gekauft. Ha! Jo, witzig. Der Hauseingang passt hier exakt mit überein. Das Problem ist, dass meine Treppe zu niedrig ist. Muss das alles ein Stück nach vorne ziehen. Oh, das ist ja ätzend. Warum musste der auch sein Haus so hoch bauen? Da will ich ein paar Bricks.
Hier will ich auch Bricks. So. Und ja, ich habe so eine gewisse Zwangsstörung, was meine Fackeln angeht. Und diese Zweierteilung hier. Oh Gott, der ganze Spaß muss alles eins nach oben gesetzt werden. Oh, ich kotze. Ja, zum Glück habe ich ihn nicht freischwebend gebaut.